Der Sponsor des heutigen Videos ist Blazing Boost. Blazing Boost ist seit langem einer der führenden Coaching-Anbieter in Spielen wie WoW oder Destiny 2, wobei sie vor kurzem auch mit Apex gestartet haben und sich vollständig dem Coaching widmen. Man sollte sich hier nicht vom Namen täuschen lassen, denn all ihre Dienste sind stündliche Coachings, die sich auf die Verbesserung der Spieler konzentrieren. Sie haben Coaching-Dienste wie zum Beispiel Hardcore-Coaching, bei dem ihr für eine gewünschte Anzahl von Stunden mit echten Pros spielt und euch dabei zum Beispiel coachen lassen könnt, um im Spiel besser zu werden. Wenn ihr also irgendwelche Zweifel haben solltet, könnt ihr euch auch erstmal die Bewertungen anschauen, ansonsten findet ihr einen Link zu Blazing Boost in der Videobeschreibung. Moin Leute, Muizi hier. Season 19 ist jetzt seit einigen Tagen draußen und deswegen dachte ich mir, dass ich einfach mal ein paar Worte zum aktuellen Matchmaking in Apex verlieren möchte, da es halt immer noch ein extrem großes Thema ist, was dafür gesorgt hat, dass bereits so einige Spieler von Apex abgesprungen sind. Tatsächlich war es letzte Season auch einer der Gründe, warum ich Apex erstmal für fast 2 Monate komplett beiseite gelegt habe, denn ich denke, dass ich bis Season 17 jede Season eine KD von 3 bis 4 hatte und in Season 18 dann ganz plötzlich nur noch eine 2,5er KD sagt schon so einiges aus. Man kann es natürlich auch darauf schieben, dass ich einfach schlechter geworden bin oder die Spieler einfach immer besser werden, aber ich gehe mal ehrlich gesagt nicht ganz so davon aus und ich glaube, diese Season kann man das nicht mehr, denn diese Season ist meine KD sogar auf 1,5 gerutscht und so schlecht war meine KD tatsächlich noch nicht mal ansatzweise in irgendeiner Season davor. Diese Season ist das Matchmaking gefühlt auch noch viel schlimmer geworden, denn 9 von 10 Gegnern haben eine 20-Bomb, waren Master oder Predator und haben zigtausend Kills. Das soll by the way nicht nur irgendein Rumgeheule oder so sein, denn klar macht Matchmaking in gewisser Art und Weise schon Sinn und das vor allem um die sehr guten Spieler von den sehr schlechten Spielern fernzuhalten, aber definitiv nicht in dem Ausmaß, in dem es gerade stattfindet und zwar so, dass man wirklich nur Gegner bekommt, die auf komplett demselben Level sind. Dadurch wird das Spiel natürlich sehr eintönig und das merkt man, wie bereits gesagt, halt vor allem auch an der KD von mir, meinen Mates oder auch von vielen anderen Spielern und vor allem auch an meiner Winrate, denn mittlerweile habe ich ganze 70 Spiele gespielt und nur einen einzigen Win geholt, was halt nicht mal eine Winrate von 2% macht, obwohl ich in den meisten anderen Seasons davor immer bei fast 20% war und das auch ohne, dass ich überhaupt auf Wins gespielt habe. Ich wollte euch hiermit jetzt einfach nur nochmal passend zum Season-Start meinen Standpunkt zu diesem Thema mitteilen, da ich auch denke, dass es so definitiv nicht weitergehen kann, denn wenn das Matchmaking wirklich so extrem bleibt, beziehungsweise gefühlt auch immer schlimmer wird, dann werden, denke ich, immer und immer mehr Spieler von Apex abspringen, was natürlich sehr schade wäre, jedoch sind die Entwickler da halt einfach selbst dran schuld. Ich persönlich weiß auch noch nicht, wie ich das mit dem Matchmaking noch ewig aushalten soll, denn auf Dauer ist es einfach nur extrem anstrengend und irgendwo auch langweilig. Ich möchte ja eigentlich auf jeden Fall dranbleiben und auch möglichst oft streamen, aber bei solch einem Matchmaking macht es halt meistens doch eher weniger Spaß. Wie dem auch sei, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem Thema sagt, also ob ihr ebenso findet, dass das Matchmaking diese Season noch brutaler geworden ist oder ob ihr allgemein gar keine Probleme mit dem Matchmaking habt. Wie dem auch sei, lief es bei mir bisher auch nicht jede einzelne Runde schlecht, denn wie ich euch gesagt habe, habe ich ja diese Season schon einen Win geholt und dieser Win war halt wirklich komplett anders, also es war halt einfach eine komplett, ich sag jetzt mal, komische Lobby, da die Gegner dort echt nicht die besten waren. Keine Ahnung, was da mit dem Matchmaking los war. Und diese Runde möchte ich euch nun gerne noch zeigen, also ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch damit. Hier unten ist was. Cracked, knocked. Kone. Conduit one. Bitte nicht, leider. Hinten. Da ist auch was, ja. Cracked, low. Noch ein Team. Ich aime wie ein Toastbrot, das ist nicht mehr normal, ein Team ist noch down, aber ich glaube, es ist noch was. Ich dachte zum Trinken. Ich weiß nicht, wie ist dein Matchmaking? Ja, genau. Ist dein Matchmaking das denn? Ah, ich bin sowieso nicht warm genug dafür. Mich jetzt irgendwo eine 20-Bomb zu machen. Scheißegal, was für ein Account. Oh, nee, bitte. Ich glaube, ich würde es so dann so nicht schaffen. Ich bin auch so langsam mit allem. Das war nur einer oder was? Ne, anderes Team war das einfach nur. Solo.
Hinter mir! Digga, warum? Ich brauch Body Switch. Hier hinten. Ist hochgesuppt. Ich push den. With you. Ach Digga, ich dachte der nimmt. Perfekt. One. Ich bin aimen. Das Aim ist wirklich richtig schlecht irgendwie. Ach, soll ich mir die holen? Ich weiß ja nicht, du. Da hinten wird er respawned an Kali. Ist das jetzt dein scheiß Ernst? Ach, da unten? Ja, komm, lass sie holen. Lass sie pushen. Ah, die sind sogar direkt hinter ihm. Ach ja. Vorsicht. Saubi. Hab einen. Have one. Ist noch ein Wef. Wef one. Tot, einfach. Nice. Alter, Philipp, 5 Kills. Ich fass es nicht, hast du. Und der Gegner auch anscheinend. Das ist erst Zone 2, also können wir auch reingehen. Ja. Da hinten. Boah, das ist echt ein bisschen räudig, ey, mit den ganzen Explosionsmüll. Hm. Ich gucke einfach hier mal. Fuse cracked almost. Ey, diese Granaten, das ist ja wirklich ein Kampf. Maggie fast cracked. Ey, Digga, könnt ihr aufhören mit eurer ganzen Scheiße hier rumzuballern? Nucky Cluster. Oh nein, Philipp. Sauber. Ich komme gleich, sofort. Ich komme jetzt. Resin. Haben abgebrochen. One, hab ihn. Komm, hier, hol mal. Let's go. Nice. Wo ist denn der Mate? Digga, so viel zum Thema, der Mate Leute, ist gut. Hä, der Mate war gar nicht da? Nee, die letzten Sekunden nicht. Ja, aber läuft doch. Aber die Lobby ist auch irgendwie echt... Also die waren doch auch schon wieder ein bisschen verloren. Abgesehen davon, dass die jetzt hier zigtausend Sachen gespammt haben, waren das doch keine Gegner. Oh, er hat Wingman, Digga. Wingman, Achtung. Ich hasse sie so sehr. Wieso? Oh mein Gott. Komm hier zu. Leben an, Junge, die Nades, Mann. Wo haben denn hier alle Nades heute? Ohne Ende. Naja, ist echt irgendwie komisch. Jeder spielt irgendwie so ein bisschen Fuse. Hm. Lifeline haben die. Was waren das für eine Breite? Alter. Da hinten das war wahrscheinlich einer. Von einem anderen Team, oder? Oh, low! Klaus, also, low nicht, aber 30 Flash nochmal. Hier, guck. Pef, Bre. Stark. Position. Leute, wir resen. Hallo, ich komm nicht. Ist vielleicht doch ein anderes Team, ne? Down. Lol. Aber nur down. Nicht dead. Ja, dann ist es der Mate da hinten wahrscheinlich. Verblutung jetzt. Hä? Hm. Der erste Win! Kurz auf die Nuss, Justin. Du auch. Das ist nur zwei, ich glaub schon, ne? Lifeline Wave hab ich ja nur gesehen. Ja. Wir haben über die Position. Guck mal da! Ich kann notfalls ja durchziehen, mit Pev geht das ja. Na, ich dachte, Crack, gut Flash. Nicht gespielt. Ich hab keine Ulti, ich Dubby. Oh mein Gott, Digga, da mit deiner Wingman genau ist halt... Der Box. Ich push den, glaube ich, oder? Mach. Ist jetzt nach hinten weggerannt, ne? Bisschen weiter. Das cracked. One! Ein Digga! Hab ihn. Hat Ulti aktiviert? Ja, Alter. Erster Windy Season, Junge! Ist ja der Wahnsinn!
Was war das für eine Lobby auf einmal? So entspannt. Wahnsinn. Ich weiß es nicht. Nice. Kill-Rekord geknackt für die Season. Unfassbar. Ey, fast 2k Schaden gemacht. Und 7 Kills für beide. Also, ja, der Mate die beste Runde die Season, das ist echt traurig eigentlich.